Hä? Ach scheiße, immer noch eine Runde. Huch. Das war ich so auf der. Oh ja, der muss dann mal noch stehen. Dann hole ich dich jetzt ein. Ich war gedanklich schon in der sechsten Runde. Na was ist doch, ist ja nicht so schlimm. Aber immerhin habe ich jetzt meine Rundenzeit doch auf 1,39 gebracht. 1,39,73 jetzt. Telefon. Es geht schon wieder los. Hi Doris. Klar, Moment, ich melde mich gleich bei dir. Ich bin noch im Training, ne? Oder bleib eben dran, ich bin ja gleich im Ziel. Na, jetzt kommt die letzte Kurve und gibt Gas. Irgendwas zu rammen, nee, ne? Oh, ich bin einfach gegen die Steinwand gegengefahren, also ja, die, also die da ins Ziel kommen. Gibt nichts zu rammen hier, so jetzt. Ich bin einfach da hinten gegengefahren. Ach so, geradeaus praktisch. Jo. Ja, genau. Hat die Steinwand wenigstens was zu leiden. So, ich bin dann gleich wieder da, ne? So, bin wieder da. Ja. Ah, da kommt ja auch unsere Blumenpflückerin. Ja, da hat sogar das fürs Telefonieren noch gereicht. Ja, da war ja eh die letzte Strecke. Ja, ich meine, das Telefonieren hat noch zeitlich gepasst, um Anni noch zum Ziel einzusehen. So, ja, dann war's das für heute. Und dann sehen wir uns in der Auswertung wieder. Bis gleich. So, und dann wären wir wieder bei der Auswertung. Wie immer, langsames Runterscrollen. Ja, und dann die Gesamtpunkte. Ich habe jetzt 323 Punkte, habe meine Punkte um 12 verbessert und habe jetzt Vorsprung zu Andi 104. Jo, Andi hat jetzt 219 Punkten. Er hat sich um 6 Punkte ausgebaut gegenüber Andi und hat 79 Punkte Rückstand auf Andi und hat 104 Punkte
Rückstand zu mir. Logischerweise. Ja, dann Andi mit 140 Punkten. 18 Punkte ausgebaut, weil Steffen nicht mitgefahren ist. Der wahrscheinlich aber nächste Woche wieder mitfährt. Ja, und Vorsprung zum vorigen hat 37, also zu Steffen 37 Punkte Vorsprung und 183 Punkte Rückstand auf mich. Ja, bei den unteren beiden hat sich ja nichts geändert. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.